Hallo, liebe Leute. Wieder ein schönes Rennen. Diesmal geht's auf den Mont Ventoux, aber nicht ganz hoch. Das ist das Zwift Academy Rennen. Das sind einfach 30 Minuten. So weit, wie man halt kommt. Ja, und es ist Alexander. Es bin nicht ich. Schauen wir mal, wie das so geht. Dein Gang ist noch zu mir, ne? Wir haben noch 10,5 Sekunden hinter. Ja, aber dann ist es noch schlimmer. Dann ist es nicht. Schalte mal lieber auf 10. Das heißt nicht, dass es schwerer ist. Es heißt, dass die Spreizung anders ist. Ich überlege kurz, die einzelnen Stufen sind größer. Also eine Schaltung bedeutet jetzt mehr als normalerweise. Das könnte sogar zum Problem sein, weil wir ja den Zwift Ride haben, der zum Teil eh schon große Stufen hat, finde ich. Okay, wir gucken mal, wie es losgeht. Aber bin sicher, dass der Gang immer noch ein bisschen klein ist. Ja, so zurück. Ne? Fang mal mit 12 an und guck, wie es ist. Dann merkst du, es ist zu leicht. Hör, du fährst grün. Bei 98, natürlich ist es zu leicht. Ja, ich meine, die Strecke ist bekannt, geht dann einfach ab 5 Minuten oder sowas. Nee, geht jetzt schon hoch. Ja, jetzt geht es leicht hoch und irgendwann wird es richtig steil. Und Alexander, ist das wieder, man sieht alle, sieht man auch A-Fahrer oder? Wow, dann ist aber der erste ganz schön schnell. Aber für Alexander ist natürlich wichtig, am Anfang erstmal im Windschatten zu bleiben. Solange es hier noch so flach ist. Einfach dranbleiben. Ja, so 3,5 bis 4 würde ich fahren. Ne? Ja, in Watt pro Kilo ist Alexander richtig stark geworden. Es ist mir schon peinlich, dass er mein Sohn ist. Rideons kannst du selbst verteilen, ne? Ja. Ah, das sieht doch jetzt schon besser aus. Vorne sind 2 weg. Und dann ist irgendwie schon ein Klumpen. Es kommen halt auch noch ein paar flache Stellen, ne? Ja. So, 94 Leute. Wird schon ein bisschen langsamer, ne? Oh, einer ist stehen geblieben. Vielleicht hat er jetzt gemerkt, was es für eine Strecke ist. Das kenne ich doch. Versuch ein bisschen dichter ranzufahren, weil es noch so schnell ist. Ich meine, dass du zu schnell trittst. Mir fühlt sich angenehm an. Okay. Nee, eigentlich ist es ja gut. Du bist ja jung. Und wenn das gut geht. Der fährt eine Scheibe. Das ist gewagt. Auch das Tron finde ich gewagt. Ich meine, hier in dem schnellen Teil ist es ja noch fast vorteilhaft. Aber. Mr. Freeze fährt hinter dir. Der friert dich gleich ein. Vorsicht. Aber es gibt wenige, die Zeitfahrrad wählen. Ja. Pogacar würde es vielleicht mit dem Zeitfahrrad fahren. Mit 8 Watt pro Kilo ist man so schnell, dass das noch Sinn macht.
kennt nur noch eine Richtung. Der hat sich bei dir angehängt, ne? Der fährt jetzt 2,1 hinter dir. Ich habe irgendwie gehofft, dass der Russe es mehr kriegt. Der Russe? Ja, oder der Holländer? Nein, der Russe, den ich gerade überholt habe. Ist das ein Russe? Mr. Freeze ist doch kein Russe. Nee, V030. Ach, der ist ja schon ganz weit hinten. Der fährt 1,7. Ja, gleich kommt dann oben an dem Komm, ist es nochmal flach. Dann kommen noch ein, zwei Wellen und dann geht es nur noch hoch. Also vor dir fahren die meisten deutlich unter 4. Das heißt, im steilen Stück müsstest du aufkommen. Der 2 vor dir ist auch relativ langsam. Der fährt zu wenig, ne? Der hat ganz schön nachgelassen. Ne? Den anderen hast du jetzt auch abgehängt, den Mr. Freeze. Hier kannst du ein bisschen Druck wegnehmen, ne? Nicht, dass du gegen den Wind fährst. Davor ist jetzt leider eine ziemlich große Lücke, ne? Ja. Herr Scheibe fährt doch sein erstes Rennen, oder? Ja. Der ist ganz vorne da. 3,3, 3,4, 4,0. Jedenfalls schon wieder ein Grund, stolz zu sein, was du so wegreißt hier. Die Wurst vom Teller. Stimmt, Jubiläumsrennen ist heute. Oh, vorne ist er 2,8. Dabei ist er noch in der Steigung. Eigentlich müsste man die Punkte auf dem Gefälle auch sehen, das wäre auch gut, ne? Hinter dir kommt ein Finne, der ist etwas stärker als die Leute, die du überholt hast. So, für die, die es nicht wissen, Alexander kann so bis 210 Puls fahren, aber natürlich nicht besonders lang. Weil das heißt, dass noch ein bisschen Platz ist, ne? Gleich ist ein Drittel der Zeit um. Sehr, sehr gut. Jetzt wird es noch mal ein bisschen flacher. Und ist einer vorne weg oder ist das der gesamte Block da vorne? Weiß nicht. Da bleibt ganz schön zusammen, ne? So, noch etwas über 20 Minuten. Ist halt schwierig, 20 Minuten 200 zu fahren, ne? Eigentlich ist ja ein bisschen Luft, aber ich glaube auch, du solltest es nicht überziehen. Wow, der Finne ist stark. Aber vielleicht steht der wirklich, ne?
Kannst du natürlich auch zwischendurch mal machen. Ne? Gar nicht unbedingt viel mehr fahren. Power-Ups gibt es ja nicht. Sondern einfach nur, damit die Beine entlastet werden. Ne? So, und dann kommt dir aber wieder einer entgegen. Der fährt 2,7. Davor fahren sie 3,0 der Scheibe. Also das eine Paket da, das könntet ihr ziemlich schnell kriegen, wenn du so weiterfahren kannst. Ich finde es ja extrem tapfer von Alexander, dass er sowas hier macht. Er hat kurz versucht dran zu bleiben, aber nicht lang. Aber du kannst ihm noch ein Ride-On geben. Und du kannst natürlich versuchen, hier jetzt flach an den Finnen nochmal ranzufahren. Würde vielleicht was bringen. Im Moment bist du deutlich schneller. Ah, jetzt fährt er auf einmal nur noch 3, ne? Vielleicht ein bisschen wenig. Ich glaube, der fährt jetzt im Stehen und ist vorher kurz im Sitzen gefahren, ne? Ja. So. Der ist auch Geschichte. Der 2 vor dir ist auch recht langsam, wobei das da auch flach ist, ne? Aber er fährt nur 2,0. Oh, die meisten bauen ab. Alle, die da haben abreißen lassen, haben ganz schön nachgelassen. Mann, der Pertala hat ganz schön durchgezogen. Der ist bis zu hier hingefahren, ne? Und jetzt macht er Pause. Das ist natürlich auch eine gute Taktik, ne? 3,94. Nee, aber er hat auch 3,0 eben kurz. Ach nee, der Pertala ist jetzt durchgefahren. Hat nur ganz kurz hinter dem geparkt. Nee, aber super, dein Puls ist sogar wieder ein bisschen runter. Wobei das kleine Herz vielleicht auch ein bisschen mal nach Pause schreit. Jetzt hat der sich hingestellt, ne? Fährt er kurz 4,5. Ich glaube auch, der Wechsel zwischen Stehen und Sitzen ist am besten. Super stark, Alexander. Average 139 hast du schon. So, jetzt bist du Top 10. Und vor dir, die fahren alle eher so um die 3,5. Zu überholen ist besser als überholt zu werden, ne? Ja. Weißt du noch, als ich gestorben bin, auf diesem kurzen Stück Great, 1,2 Kilometer? Oh Mann, war das bitter. Da bin ich etwas optimistisch angefahren. Das war das vierte von 4 Tiny Races. Und ich war so platt am Ende. Das war echt eine ganz miese Performance. Ja, stimmt. Das ist allerdings noch ein Stück. Nee, ist direkt jetzt. Komm, bis nach vorne, bitte. Den auch motivieren noch mal mit dem Ride-On. Aber ich glaube, der kann nicht mehr. Aber für dich ist ja gut jetzt. Aber das ist ganz kurz, ne?
Puls auf 185 manchmal. So, wer hat's verstanden? Nee, er hält nochmal dagegen. Gut, soll er machen. Jetzt ist er, glaube ich, im Sterben. Naja, aber du fährst auch nur 3,2. Ja. Der will den Platz nicht hergeben. Jetzt gibt er ihn her. Und jetzt der nächste ist Scheibe, der Däne. Oh, auf dem flachen Stück schon noch beschleunigen, aber jetzt nicht. Genau. Oh, Fischer ist noch hinter dir, aber der ist keine Gefahr, glaube ich. Der darf ruhig hinter dir fahren. Und fährt 1,7, das ist natürlich frech. So, jetzt geht's ab. Halbzeit. Halbzeit hast du schon. Und jetzt kommt, glaube ich, jetzt ist es einfach nur noch steil, ne? Zumindest die nächste Zeit. Jetzt musst du echt versuchen, Anschlag zu fahren. Ja, Puls 196, ich weiß nicht, 200 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Musst du entscheiden. Und ab und zu aufstehen. Ich bin ziemlich sicher, dass du die beiden noch knacken kannst. Das müsste sogar ziemlich schnell gehen. Wahnsinn, was du treten kannst. Das wären bei mir über so um die 300 Watt die ganze Zeit. Da muss ich noch ein bisschen für arbeiten, glaube ich. So, die beiden werden aber geschnupft offensichtlich. Sehr, sehr gut. Dann wärst du schon Sechster. So anhängen macht, glaube ich, keinen Sinn. Willst du dich noch mal hinstellen? Der ist auch gerade recht ein bisschen eingebrochen. Sehr, sehr stark. So, noch 12 Minuten. Hast schon fast 2/3. Der Fischer, der vorhin kurz an dir dran geblieben ist, ist schon 17 Sekunden hinter dir. Hast du gehupt, so wie ich will vorbei? Go, go, go! Wahnsinn, Alexander. Da, einer hat aufgehört, ne? Da waren doch zwei, die du überholen wolltest, und einer war ein bisschen davor.
das ist der, der ein bisschen davor war. Ja? Und die Scheibe. Ach ja, Scheibe, stimmt. Der Scheibe hat so viel verloren, ne? Der Däne. Und vorne ist einer eingebrochen. Nee, jetzt fährt er wieder 3,8. Nee, stimmt, der jetzt 4,6 fährt, der ist zwischendurch ganz wenig gefahren. Dolinski. Klingt nach einem. Nee, ist ein Österreicher, ne? Oder ist das. Österreich. Ja, ich weiß nicht, ob das untere ganz rot ist. Es könnte auch irgendwas Komisches sein. Der Name ist irgendwie nicht österreichisch. Der hinter dir fährt fast mit, ne? Der Norweger. Ja. 13%. Super steil. Du wechselst sehr stark in der Leistung? Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Halte mal. Schalte mal einen Gang hoch. Jetzt ist konstant. Ja. Aber stimmt auch, die Drehzahl stimmt nicht. Die Drehzahl stimmt nicht. Die Drehzahl stimmt nicht. Aber die Leistung stimmt, glaube ich. Ja. Das ist vielleicht, weil wir im Tunnel sind. Trinken Gummibären. Ich gebe dir dann noch welche, wenn du welche brauchst. Kurz drauf rumkauen und runterschlucken. Irgendwas stimmt doch mit der Leistung nicht. Mhm. Das ist komisch, ne? Ich meine, der Durchschnittswert stimmt irgendwie, aber das springt so hin und her. Ja. Oder es hat ein Bein einen Krampf von dir. Also der Mittelwert stimmt, mach dir keine Sorgen. Die Drehzahl stimmt vorne und hinten. Das hatte ich noch nie. Warum ist das jetzt so komisch? Was haben wir? Trittst du ins Ziel? Aber du hast auch nur den fünften Gang. Vielleicht ist die. Hast du die Finger an den Schaltern? Nein. Dass du hin und her schaltest? Also jetzt stimmt's wieder. Also zumindest die Drehzahl stimmt. Nee, nicht ganz. Du weißt, wo die Schalter sind, weißt du ja. Finger auch nicht auf den, Knöpfen. Also jetzt, im Moment passt es. Sehr, sehr eigenartig. Wie heute Morgen. Ja, ich habe den Swift Play schon reklamiert, weil zumindest der eine Knopf geht nicht am Lenker. Aber jetzt sieht es wieder gut aus. Und die Leistung sieht sehr gut aus, Alexander. Du hast eine mittlere Leistung von 140. Ich finde, den vor dir schnappst du noch. Das sind noch 7 Minuten, 6 Minuten 40. Na, aber doch, jetzt passt es wieder. Da war irgendein temporäres Problem. Puls sieht auch gut aus. Ich meine, gut aus. Ich wäre schon tot. Komm, 6 Minuten noch. Das ist jetzt wie beim Workout
die letzten 6 Minuten. Und den vor dir schnappst du noch. Der davor ist wohl zu weit weg. Ah, der hat den Braten aber auch irgendwie gerochen, ne? Ja. Aber das ist sein letztes Aufbäumen. Der ist ganz schön auf dich zugekommen. Aber vielleicht war es auch, als er abgehängt wurde, ne? Dass er da kurzen Psychoknick hatte. Haben die Gummibärchen schon geholfen? Du fährst zu viel Watt. Willst du noch 2? Guck, wie er auf dich zukommt. Du bist aber auch ein Tier, ey. Jetzt fängt das Gewechsel wieder an. Oder? Nee. Das war vielleicht wegen der Gummibären. Den holst du, komm, den holst du dir noch. Ein Italiener. Oh, den Griechen hast du super distanziert. Noch 5 Minuten. Es ist Wahnsinn, wie du dich quälen kannst. Genau, ich würde jetzt die letzten Minuten versuchen, dass der Puls ungefähr so bei 200 bleibt. Für 5 Minuten oder 4,5 sollte es gehen. Das schwankt wieder hin und her. Hast du die Hände irgendwie umgesetzt? Nee. RPM passen. Ja, aber Puls... Oh, er ist auch. Das ist auch sehr. Nee, nur der ist vom Rad gefahren. Ja, er hat wahrscheinlich gemerkt, dass er es nicht schafft. Der war zwischendurch auch deutlich langsamer. Oder er hat jetzt auf dich gewartet. Ja, lass dich nicht fertig machen. Ja, mach es mir alles gut. Oh, jetzt springt es aber anders. Ich hatte gerade 7, irgendwas und dann 1. Dann denken sie alle, ja, 7,5, 1,4. Ganz komisch. Ich meine, der Mittelwert passt, aber das ist ein Ding. Sehr, sehr eigenartig. Also sowas hatte ich noch nie. Komm, noch 3,5 Minuten. Jetzt ziehst du durch. Da kann er nicht widerstehen. Er ist kurz abgestiegen, um dich dann zu beeindrucken. Was das ist, möchte ich mal wissen. Also wir fahren ein Zwift Ride und ein Zwift Hub in Kombination. Eigentlich perfekt. Und hat bisher noch nie Schwierigkeiten gemacht, ne? Ich meine, du bist Fünfter, das ist super, ne? Zwei Minuten 10 noch. Jetzt hat er 0. Sehr gut. Seine Kette ist gerissen. Aber das ist aber jetzt irgendwie auch schade, ne? Ja, jetzt kannst du es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Nee? Oh, das ist aber bitter für den, ne? Vielleicht hat er auch ein technisches Problem. Wobei, wir haben eigentlich nicht wirklich ein Problem. Also der Puls passt zu der Durchschnittsleistung. Das Einzige ist, dass sie so hin und her springen, ne? Und du fährst ja im Sitzen. Wenn du jetzt im Stehen fahren würdest, da würde ich sagen, da kann sowas vorkommen.
So, nur noch 70 Sekunden. Der ganz vorne hat auch schon ein bisschen nachgelassen. Fährt nur noch, er muss doch zwischendurch 4,5 eine ganze Zeit gefahren sein. 1:10 vor. Aber das ist ein C-Feld, du bist D-Fahrer, ne? Ja. Da sind ja nur Cs und sogar Bs dabei, ne? Ja, ich auch. Sehr, sehr gut. So, der Grieche holt dich nicht mehr ein. 30 Sekunden noch. Es ehrt dich, dass du ganz gleichmäßig durchfährst. Oh, der Gida fährt wieder. Ja, und zwar richtig. Ja, den Griechen will er noch schnackeln, aber dich kriegt er nicht mehr. Ja. Ist auch komisch, ne? So mitten auf der Strecke aufzuhören, ohne jedes Banner. Ja, guck, er hat ihn geschnackelt. Jetzt geht ihm die Zahl aus. Bam! Alter, war das hart. Das glaube ich. 3,9 bist du durchgefahren. Ja, aber 140 war auch das Ziel, ne? Ja. Also insofern super gemacht. 141 Durchschnitt. Ja, Alexander ist natürlich als Kind eher bei den kurzen Sachen besser. Sprint ist sehr gut, ne? Naja, Sprint ist eigentlich der Unterschied zwischen uns gar nicht so groß wie bei 20. Ja, aber ich sag mal, deine Langzeitausdauer ist halt noch nicht so ausgeprägt, ne? Das heißt, im FTP-Test, das sind ja 3 bis 5 Minuten, hast du 144, aber du kannst nicht für eine Stunde 144 Watt fahren. Wahrscheinlich eher 135. Aber trotzdem, die restlichen Werte passen da schon ganz gut. Ne? Guck mal, der Norweger ist nur 8,2. Ja, ja. Nee, du hast ja den Gida noch überholt. Ich weiß nicht, ob ich den Italiener geknackt hätte. Ja, also zwischendurch war er sehr stark und dann ist er auf Null. Ich meine, selbst wenn er kaputt gewesen wäre, dann wäre er mit 3,0 weitergefahren oder sowas. Und es waren ja nur noch 2,5 Minuten. Ne? Aber guck mal, 20 Minuten 4,0, 5 Minuten 4,1, schön gleichmäßig gefahren. Ne? Sehr gut, Alexander. Also, ich bin mal wieder sehr stolz auf dich, beziehungsweise... 8,5 Kilometer, wir haben gesagt... Ich müsste 11 Kilometer im Rennen fahren für die hier. Ja. Ist ja gar nicht so weit weg. Nee. Boah. Gut, aber hättest du noch ein bisschen gebraucht. Du willst bestimmt noch runterfahren, ja, ne? Okay, aber wir beenden den Stream hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.